Vollgas, Vollgas! Wie der geilste Seetag der Welt! Absolut ein Desaster endete. Das seht ihr jetzt. Polizei ist wieder da. Wir haben gerade krasse News bekommen. Lea wollte die ganze Zeit aufs GNTM-Finale gehen und ich habe jetzt in letzter Sekunde um 23 Uhr gerade noch Tickets bekommen. Ich rufe sie jetzt an und frage, ob sie noch mitkommen will, Digga. Oh Gott, wieso ist das so spontan? Hi! Hi. Lea! Es ist gerade 23.12 Uhr. Yeah. Wollte ich nur mal kurz sagen. Hast du Bock, spontan morgen, weil ich gerade Tickets fürs GNTM-Finale bekommen habe, mitzukommen? Scheiße. Ich hab's gerade spontan bekommen, du musst morgen spontan kommen. Ich hab sie heute nur... Ich komme. Sehr gut, sehr gut. Yeah, Zoe ist gerade von Holland wieder gekommen und sie weiß auch nicht, was morgen ansteht. Ich bin also mit Unterhose hier. Hallo. Hast du morgen irgendwas vor? So? Nein. Denn wir gehen morgen mit Lea aufs GNTM-Finale. Wirklich? Ja. Yeah. Jetzt ist der Dönergeruch noch überdeckt, weil wir waren gerade noch fett Döner essen. So, let's go. Hey, Gabo, immer wichtig und richtig. Du hast 5 Stück im Mund. Jetzt gleich weg. Okay. Ich würde es auch genauso empfehlen, nehmt immer 6 Helga gleichzeitig im Mund, sehr wichtig. Außerdem habe ich noch krasse News. Ihr wisst ja, Helga hat Netto komplett übernommen. Wir übernehmen einfach jeden Laden. Und für jeden, der Barry Boom liebt, kann sich freuen, denn auch Barry Boom gibt es jetzt im Netto zu kaufen. Also rennt den Laden ein. Wir sind natürlich mal wieder eine Stunde zu spät, mal gucken, ob wir immer noch reinkommen. Wir kommen! Zoe, Heidi, warte schon auf dich. Wo bleibst du? I'm coming, Heidi! So, Freunde, wir sind in der Schlange. Lea darf sich jetzt gerade in die VIP-Schlange stellen. Seitdem fühlt sie sich irgendwie ein bisschen krass. Keine Paparazzi. Was soll das denn, Lea? Wir haben uns dann auf unsere Plätze gesetzt und wir hatten wirklich den schlechtesten Platz. Wir haben nämlich direkt vor dem Fernseher gesessen, haben nichts gesehen. Das ist einfach toll. Oh mein Gott, oh mein Gott. Klatschen, kreischen, pfeifen, trappeln, los geht's. Kann ich auch noch furzen? Soll ich auch furzen? Okay, ich mach's. Alles, alles, ich hab alles gegeben. Wir haben eine schockierende Entdeckung gemacht, dass einfach jedes Wort abgelesen wurde. Die Models laufen also nicht wie gewohnt nach vorne, sondern nach hinten. Und wir wussten dann immer genau, was Heidi sagt. Das sehen wir im Anschluss. Wir haben uns da richtig gefreut, weil der Fernseher, der die Sicht versperrt hat, endlich weggerollt wurde. Irgendwann werde ich auch auf dieser Bühne sein. Als Putzkraft. Doch dann. Der Fernseher wird wieder nein, 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 nein. Der Rest des Abends bestand dann daraus, dass irgendwelche Modelwalks mit Mülltüten gemacht wurden. Also danke. Es war aber wirklich eine krasse Show, muss man wirklich sagen. Und ihr könnt euch jetzt das Hey Mo-Video angucken, denn da haben wir über die schlimmsten GNTM-Folgen geredet. Es war wirklich eine krasse Show, aber die Aftershow war wirklich noch kranker. Die Party war ultra geil und wir sind vielleicht ein bisschen zu sehr eskaliert. So, Freunde, der Tag danach. Wie fandest du die Party? Perfekt. Ich guck mal kurz, wie es so hier geht. Die Aftershow-Party war wild. Und wie fandest du die Party? Perfekt. Freunde, es war wieder Zeit, das Wetter ist geil. Leute sind geil, wie wir. Perfekt. Wir haben auch wieder Bock auf einen richtig geilen Seetag. Nee, wir dürfen ja keinen Seetag haben. Wir müssen ja Eskalation haben, dann fahren wir wieder. Ja, es wird ein Eskalationsseetag. Ich habe 2 richtig kranke Sachen mitgenommen, aber es wird gleich erst. Was haben wir hier, Freunde? Das ist einmal Flash. Flash ist auch da. Okay. Die halt die Klappe, du Idiot. Da-da, da-da, da-da. Es wird mal wieder absolut dumm. Wenn ihr den Koffer kennt, dann wisst ihr, es wird gleich absolut eskalieren. Alles, was dran befestigt wird, zieht das mit 70 km/h. Es ist komplett krank. Wir haben uns jetzt hier unsere eigene Wasserskianlage gebaut. Und ich würde sagen, wir machen mal erstmal den Test ohne Leute, weil es ist auf jeden Fall nicht TÜV geprüft hier. Also das werdet ihr nachher sein, ungefähr. Oh, perfekt, das ist ja super. TÜV geprüft. Das ist ja ein Riesenspaß. Ja, mega. Das wird schon gut werden. So, okay. Da der erste Test so ein Fail war und sich niemand getraut hat, brauchten wir einen Tester. Sven! Ich werde auch direkt. Wunderbar! Sven, das ist unser Prüfer, der prüft das heute. Ah, hat dir der erste Test gefallen? Der erste Test war sensationell. Er hat dann noch ein letztes Gebet gemacht und die GoPro bekommen. Also ich will nicht, dass meine GoPro verloren geht, ne? Deswegen ich... Scheiß auf mich. Ob der die GoPro bekommt. Mädels, zum Glück habt ihr den ersten Test nicht gesehen. Er war wirklich super erfolgreich. Keine Sorge, das ist alles super gelaufen. Ich bin ehrlich, ich habe sehr, sehr viel Angst. Ich hab noch nie Respekt vor einem Dreh gehabt. Sven, bist du bereit? Nein! Okay, okay, let's go! Gut festhalten! Soll ich Handy? Jo! Ja! Wie geil das funktioniert, Digga! Was?
Digga, ist ultra geil. Jetzt will ich. Danke für die TÜV-Prüfung. Es hat perfekt funktioniert. Ich muss ja keine Angst haben, ne? Sind ja vertrauenswürdige Leute dabei. Und mit vertrauenswürdig meine ich Kian, der schon zweimal mein Auto zerstört hat und jetzt auch noch den Controller in der Hand hat, um mich zu ziehen. Ohne Garantie. Perfekt. Lalalala, ich hab Todesangst. Los, Kian, mach! Was machst du denn? Was ist das? Oh, was machst du, Digga? Gib doch Gas, Vollgas. Alter, das ist der schlechteste Fahrer der Welt. Was machst du, Digga? Was machst du? Vollgas, stopp. Vollgas. Nicht nur kann der Mann nicht Auto fahren, sondern scheinbar auch kein Wasserskigerät fahren. Ohne Garantie. So ist dran, so ein Todesangst. So, wie fühlst du dich, dass du jetzt auch in die Todes sind? Lass mich machen alleine, Leute. Du kannst auch mit Lea zusammen machen. Ja. Das ist das Geilste, was er machen kann an einem Seetag. Hey, wir machen jetzt hier zu zweit direkt. Todesangst. Warum musst du das in jedem Video sagst du, dass du Todesangst? Ich hab Todesangst. Dann raus mit euch, Todetäubchen. Macht euch keine Sorge, ich bin der euch anzieht. Ich hab denen gesagt, die sind nicht so weit, aber... Viel weiter als ich draußen, es wird so krank. Davor haben Lea angeblich noch irgendwelche Fische gebissen. Okay. Und ich habe den Koffer auf die höchste Geschwindigkeitsstufe gestellt. Okay, bereit? Go! Nur es gab ein paar Startschwierigkeiten. Ja, der Hund ist ein bisschen... Könnt ihr die kurz einmal anleihen? Achtung. Es hat richtig lange gedauert, bis der Hund endlich gegangen ist. So, why is it not starting? Ich hab das Stopp irgendwie nicht gehört. Oh mein Gott! Okay, Freunde, wir haben gerade Informationen erhalten, dass die Polizei scheinbar auf dem Weg sein soll, aber davor testen wir jetzt unseren Motor 3000. Das habe ich auf TikTok gesehen. Angeblich kommt man damit jetzt wegfahren. Ich versuche jetzt einfach mal. Alles klar! Es klappt! Ich komm voran! Und dir dieses Ding an! Das ist ja ultra geil, das klappt einfach! Es ist jetzt nicht allzu schnell, aber... Ich hab selten sowas Dummes gemacht, Digga! So, ich lass mich jetzt treiben! Let's go, Digga! Okay, Leute, ich muss schnell ans Ufer. Die Polizei. Wir hatten die ganze Insider-Information, dass die Polizei kommen soll. Deswegen haben wir ganz schnell versucht, doch unsere letzte Aktion zu machen. Jetzt kommt die Mega-Action. Wir fahren mit diesem Ding hier. Da kann man zu dritt drauf. Es wird einfach nur krank. Wir fahren jetzt richtig weit raus, so weit wie es geht. Wir fahren bis nach ganz hinten, ne? Das wird richtig geil. Und ich würde sagen, vertraue euch mein Leben an. Bitte trink mich nicht um. Wir haben außerdem für Johannes Kanal auch noch ein Video am See gedreht. Das ist absolut crazy. Es ist absolut schief gegangen. Wir waren mit einer Rettungsinsel von einem echten Boot beim unterwegs. Das ist wirklich absolut crazy. Wer zuletzt diese Rettungsinsel verlässt, gewinnt diesen goldenen, mysteriösen Koffer. Schaut euch das Video an, das ist wirklich absolut. Der Junge hat einen Schaden. Wir fahren jetzt nach ganz, ganz hinten hin mit dem Ding. Wie nach ganz, ganz hinten? Nach ganz, ganz, ganz hinten. Nach ganz, 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 ganz hinten. Ich habe auch ein bisschen Angst, aber es wird schon irgendwie. Das Polizei ist wieder da. Oh. Die kam dann wirklich mit Blaulicht angefahren. Ich meine, gut, es ist nur deren Job und irgendjemand hat halt angerufen. Ich meine, ja, kann man halt verstehen. Aber sie haben uns dann weggeschickt und ja, das war's dann wohl. Na toll, Digga. Okay, Freunde, die Banane muss von anderen mal gemacht werden. Lasst ein Like da, wenn wir das nochmal machen sollen mit der Banane. Aber ich fand das schon sehr witzig, auch schon mit den anderen Sachen. Aber nicht mehr an diesem See, Leute. Der See ist verflucht. Ah, der schönste Moment am Tag ist, oder? Ah, da freut man sich doch. Da freut man sich doch.